Ein Arbeitsplatz in schwindelerregenden Höhen, in einem tropischen Paradies unter Wasser oder auf einem Gletscher in Ecuador. Drei Galileo Explorer Teams, eine Mission. Wir machen uns auf die Suche nach den ungewöhnlichsten Arbeitsplätzen der Welt. Dafür haben unsere Explorer weltweit Orte gesucht, an denen sich wohl keiner von ihnen jemals hätte vorstellen können zu arbeiten. Ich habe mein ganzes Leben noch nie so viel Angst gehabt. Jannes Story. Eine Hütte auf einem Gipfel. Rechts und links geht es mehrere hundert Meter in die Tiefe. Es wirkt, als hätte sich jemand mit den Fingerspitzen auf den Berg gesetzt. Ich habe echt Tränen in den Augen, das ist schön. Und tatsächlich arbeiten dort Menschen. Was genau sie dort tun und warum sie dafür 13 Stunden Aufstieg in Kauf nehmen, das will Explorer Jannes herausfinden. Vincents Mission? Tauchen auf den Seychellen. Ein Job, der die Unterwasserwelt des Inselparadieses retten soll. Es ist das Paradies. Wir beschweren uns nicht. Aber es ist Arbeit. Es ist kein Urlaub. Und Franziskas Explorer-Team auf Tour mit dem letzten Eismann Ecuadors in 4800 Metern Höhe. Warum nimmt er jeden Tag diese Strapazen auf sich? Das ist nicht mehr normal. So krass hätte ich es mir jetzt nicht vorgestellt. Und es wird immer schlimmer, desto höher man kommt. Galileo Explorer, die Suche nach dem ungewöhnlichsten Arbeitsplatz der Welt. Für Jannes und sein Explorer-Team beginnt die Suche in Seattle, im US-Bundesstaat Washington. Ihr Ziel, die einsamste Hütte der Welt, der Three Fingers Lookout. Bei meiner Recherche bin ich auf einen absolut einzigartigen Arbeitsplatz gestoßen. Die Bilder sind einfach spektakulär. Eine einsame Hütte allein auf einer Bergspitze, der Three Fingers Lookout. Hier arbeiten tatsächlich Menschen. Ich frage mich, warum? Was machen die dort und wie ist die Hütte überhaupt dorthin gekommen? Unsere Reise beginnt in Seattle. Hier zeige ich Kameramann Julian und Tonmann Jonathan unser Ziel. Also, wie du siehst, siehst du erstmal einen Haufen Berg. Was? Und ganz da oben. Nee, hör auf! Das ist nicht wahr. Ja. Dieses weiße Ding da oben. Ja. Ja, könnt ihr euch vorstellen, warum diese Hütte da steht? Also ich könnte mir halt vorstellen, dass es schlichtweg für eine Bergrettung eine Art von Hütte ist. Mensch, also das ist halt einfach ein beliebtes Wandergebiet hier. Und dass da oben halt Bergrettung stationiert war oder ist vielleicht sogar noch. Man kann sich einfach, glaube ich, nicht. Gar nicht so verkehrt. Doch dazu später mehr. Im Voraus habe ich von unserer Kontaktperson eine Packliste bekommen. In einem Outdoor-Laden besorgen wir uns das nötige Equipment. Also Jannes meint jetzt irgendwie, wir müssen einen Haufen Sachen ausleihen. Was haben wir vor, Jannes? Erklär mal bitte, was ist das denn? Ja, ein Eispickel halt. Ja, wie ein Eispickel halt. Was, ja. Wir gehen wandern. Ich brauche auch einen Eispickel. Was sich lustig anhört, ist ernst gemeint. Um zur Hütte zu kommen, müssen wir ein Eisfeld überqueren. Uns dämmert langsam, dass der Weg zur Hütte kein Selbstläufer wird. Vor uns liegen 26 Kilometer Fußmarsch mit einem Anstieg von 2100 Höhenmetern. Angegeben ist der Weg mit etwa 10 Stunden. Es geht an abschüssigen Steilhängen entlang, über loses Geröll und einen Gletscher, um am Ende dann ungesicherte Leitern zu erklimmen. Am nächsten Morgen machen wir uns um 5 Uhr auf den Weg in den Mount Baker Snoqualmie National Forest. Hier treffen wir auf Brenna Anders. Sie arbeitet als Beraterin. Aber mehrmals im Jahr geht die 34-Jährige zur Hütte, um dort zu arbeiten. Freiwillig. Hi, I'm Jannes. Brenna, nice to meet you. Hi, Brenna, nice to meet you. I'm John. Hi. Brenna ist Teil von Friends of the Three Fingers Lookout, einer Gruppe von 20 Mitgliedern, die sich um die Instandhaltung der Hütte kümmert. Ihr Mann Zach ist schon vor 2 Tagen zur Hütte gelaufen. Was Instandhalten genau heißt, ist uns allerdings noch nicht ganz klar. And what are we going to do today? Also, was machen wir heute? Wenn wir oben angekommen sind, werden wir sehen, was zu tun ist. Wahrscheinlich muss was an der Tür gemacht werden. Die Tür wurde vor einigen Wintern leider eingetreten und muss wirklich dringend repariert werden. Das Material ist zum Glück schon oben. Wir müssen nur hoch und es anbringen.
Wenn das erledigt ist, werden wir an neuen Fensterläden arbeiten. Seid ihr aufgeregt? I am excited. Ja, ich bin gespannt. Aber ich weiß gar nicht genau, was uns erwartet. Uns erwarten wahrscheinlich ein paar kleine Schneefelder und Kraxeleien. Aber es wird gut. Heute ist ein schöner Tag. Also werden wir tolle Aussichten haben. Brenna freut sich auf die Tour. Uns wird schnell klar, das wird anstrengender als gedacht. Unter den Baumkronen staut sich die Luft, was dazu führt, dass es unglaublich schwül ist. Wir sind erst seit, was, 2 Stunden oder maximal. So maximal unterwegs. Mir läuft die Suppe. Aber wie schön ist es hier. Brenna kennt die Trails in- und auswendig. Sie ist in der Gegend rund um Seattle aufgewachsen und war schon immer ein Outdoor-Freak. Nach 6 Stunden die allererste Pause. Wir sind schon ziemlich im Eimer. Wie muss es dann erst sein, wenn man hier Materialien wie Holzbalken oder Farbeimer hochschleppen muss? Du gehst einfach viel langsamer. Vor ein paar Jahren haben wir einen Haufen Müll und alte Werkzeuge vom Aussichtspunkt geholt. Und wir sind auch diesen Weg gegangen. Und mein Rucksack war wahrscheinlich doppelt so schwer wie heute. Das hat ewig gedauert und es kam uns so vor, als würde der Weg nie enden, weil wir einfach so müde waren. Brenna nutzt fast jeden freien Tag zur Arbeit an der Hütte. Dank Social Media wollen immer mehr Menschen zum Lookout. Wir sind erschöpft. Und eigentlich sollten wir schon viel weiter sein. Wir sind aber keine Kletterexperten. Und mit unserem Kamera-Equipment brauchen wir länger als gedacht. Nach 10 langen Stunden haben wir eine Strecke von 23 Kilometern und ungefähr 1800 Höhenmetern hinter uns gebracht. Doch die letzten 3 Kilometer haben es in sich. Von hier sehen wir den Quest Alp Glacier. Und eigentlich sollte jetzt auch unser Ziel das erste Mal zu sehen sein. Das ist eine der wirklich spannenden Stellen auf dem Weg. Das ist Tin Can Gap. Genau hier hat man normalerweise einen tollen Blick auf die Hütte und man merkt, wie nah man schon dran ist. Aber natürlich ist sie jetzt von den Wolken verdeckt. 10 Stunden Wanderung und dann das. Nebel. Aber wir haben Glück. Die Wolken ziehen schnell auf. Man kann die Hütte jetzt sehen. Ich sehe die erst jetzt. Ich habe die ganze Zeit zum falschen Berg geschaut, aber das ist ja völlig irre. Alter, das ist so exposed. Da geht's ja links und rechts bestimmt 100 Meter runter. Nach stundenlangem eintönigen vor sich hinlaufen gibt uns der Blick auf die Hütte neuen Mut. Auch für Brenna ist dieser Halt etwas Besonderes. Ich habe diesen Ausblick schon so viele Male gesehen, aber es ist jedes einzelne Mal aufregend und immer auch eine Erleichterung, wenn du herkommst und die Hütte dort siehst. Sie ist noch da und sie steht noch. Und das nach über 90 Jahren, die sie schon da oben ist. Der Three Fingers Lookout wird 1930 auf den Gipfel des gleichnamigen Berges gebaut. Denn zwischen 1932 bis 1942 sind hier saisonal Feuerwehrmänner stationiert, um nach Waldbränden Ausschau zu halten. Von hier oben können sie durch den 360-Grad-Blick jede noch so kleine Rauchwolke erkennen. Mit dem Aufkommen von Flugzeugen und neuerer Technik braucht die Feuerwehr den Lookout nicht mehr. Von da an wird er nur noch von Wanderern genutzt. Kurz nach Tin Can Gap endet die normale Wanderroute. Ab hier geht es nur für geübte Bergsteiger weiter. Sind wir aber nicht. Nachdem wir steiles Gelände mit losem Geröll passiert haben, stehen wir dann vor dem Gletscher. Und auf einmal wird uns klar, was das heißt. Sieht so aus, als hätten wir noch eine extra Aufgabe kurz vorm Ende, oder? Das ist hier über den Gletscher, oder was? Jannis und seinem Team steht die größte Herausforderung noch bevor. Und sie müssen sich beeilen, denn im Dunkeln ist der Aufstieg lebensgefährlich. Umkehren ist jetzt aber keine Option mehr. Für Vincent und sein Team startet die Suche nach dem außergewöhnlichsten Arbeitsplatz auf den Seychellen mit ihrer einzigartigen Unterwasserwelt. Bei den Seychellen denke ich an Urlaub, nicht an Arbeit. Aber es gibt Menschen, die genau hier arbeiten. Sie wollen zerstörte Korallenriffe zu neuem Leben erwecken. 50% der Riffe sind beschädigt und die Riffretter haben es sich zur Aufgabe gemacht, 1 Hektar Riff mit 50.000 Korallen zu besetzen. Wie genau, das weiß ich noch nicht. Einzige Voraussetzung, ein Open-Water-Tauchschein. Und den habe ich. Unsere Reise beginnt in der Hauptstadt der Seychellen, in Victoria.
Doch von hier aus müssen wir mit dem Boot zu unserem Ziel, der Insel Pralin. Sie liegt im Nordosten des Inselstaats mit 115 Inseln. Also wenn der Tag schon so losgeht, dass man barfuß und in Badehose über diesen traumhaften Strand laufen darf, dann kann es ja eigentlich nur ein entspannter werden. Am Strand treffen wir die beiden Riffretter, Luca Saponari und seine Kollegin Athena Antoine. Sie gehören zur Meeresschutzorganisation Nature Seashells und betreiben auf 5300 Quadratmetern ein riesiges Korallenschutzprogramm. Heute geht es zur Cousin Island, vor deren Küste eine neue Korallenschule entstehen soll. Und ich werde mithelfen. Wenn man Seychellen hört, denken alle nur, wow, ihr arbeitet hier. Wie ist es? Es ist das Paradies. Wir beschweren uns nicht. Aber es ist Arbeit. Es ist kein Urlaub. 50% der Korallenriffe rund um die Seychellen sind zerstört. Der Klimawandel und die stetige Erwärmung des Meeres haben zu einem großen Korallensterben geführt. Hier setzt die Arbeit der Riffretter an. Drei Freiwillige unterstützen das ehrgeizige Ziel. Klingt für mich immer noch nach Traumjob. Im Paradies dafür arbeiten, diese einzigartige Unterwasserwelt zu erhalten. Und tauchen darf ich auch noch? Mega! Heute bauen Athena und Luca eine neue Korallenaufzuchtstation. Erster Schritt: eine Konstruktion errichten, an der die Babykorallen heranwachsen können. Mit einem 5-Kilo-Hammer sollen wir dafür in 17 Meter Wassertiefe Eisenpflöcke in den Meeresboden rammen. Der hier wird dein Freund sein. Zur Sicherheit. Halte den Hammer etwas weiter unten und mit der anderen Hand am Ende. Lass bitte die Luft aus deiner Tauchweste und dann ganz langsam. Okay? Und dann nochmal. Let's take it really easy. Bitte immer mit der Ruhe. Atmen nicht vergessen und dann weitermachen. Kann ich mal testen? Der hat schon ein paar Kilos. Ich bin schon oft getaucht. Bis jetzt musste ich dabei aber meistens nicht arbeiten. Für diesen Job stehen täglich 2 bis 3 Tauchgänge auf dem Plan. Das ist schon anstrengend für den Körper. Als erstes verknoten wir Kanister und Plastikrohre miteinander. So entsteht das Gerüst, an dem wir später die Seile mit den Korallen aufhängen können. Damit die Korallenschule fest im Boden verankert ist, müssen wir einen Pflock in den Meeresboden hämmern. Riffretter Luca macht's vor. Als der Kollege das gemacht hat, sah das so easy aus. Und dann kam ich. Das ist halt was ganz anderes, wie wenn man einen Nagel hier auf, sag ich mal, auf der Oberfläche einen Nagel in die Wand haut. Das kriegt man in der Regel hin. Aber unter Wasser mit so einem 5-Kilo-Hammer, mit so Strömungen und dann diesen fetten Eisenflock da rein zu rammen, das war schon nicht so ohne. Vor allem, weil man jedes Mal rangehauen hat und dann merkt man, wie diese Kraft einen so dann irgendwie wieder total zurückdrückt. So. Bis das Ding da drin ist im Sand, das dauert. Aber nach einer Stunde steht das Konstrukt. Jetzt nur noch ein bisschen Luft in die Kanister und die Konstruktion so auf einer Wassertiefe von 7 Metern zum Schweben bringen. Jetzt sind die Seile bereit für kleine, neue Korallen. Schon ein echt cooles Gefühl. Oh, that was amazing. Boah, das war toll. Amazing underwater. Er hat das perfekt gemacht unter Wasser. Mit dem Hammer, perfekt. Doch bevor neue Bewohner hier einziehen, steht noch etwas anderes Dringendes an. Korallen ankleben. Diese Korallen wachsen seit 8 Monaten am Seil und sind jetzt groß genug, um ausgesetzt zu werden. Aber wie klebe ich denn Korallen überhaupt am Meeresboden an? Mit dieser braunen Masse hier. Diesen Korallenklebstoff haben Luca und sein Team extra entwickelt. Das Coole daran, er wird unter Wasser schneller hart. Wenn sie nicht stabil stehen, rollen sie herum wegen der Strömung. Das zerstört ihr Gewebe und sie sterben. Sie müssen also wirklich... Entschuldige, eine Sekunde. Tut mir leid. Das sind Delfine. Da, man sieht die Flossen. Es sind genau diese Momente, die den Arbeitsplatz für mich total spektakulär machen. Aber auch Luca faszinieren sie noch immer, obwohl das seit 2 Jahren sein Alltag ist.
Er kommt aus einem kleinen Ort in Süditalien und hat Meeresbiologie studiert. Mein Vater war auch Taucher. Er hat mich zum Tauchen mitgenommen. Ich war sehr neugierig und wollte mehr über all die Dinge, die man unter Wasser sieht, wissen und lernen. Dann wurde ich leidenschaftlicher Taucher und dachte, ich kombiniere einfach beides. Und heraus kam eine Art Traumjob. Ich versuche mir gerade, dich in einer Bank am Schreibtisch vorzustellen. Da würdest du wahrscheinlich irgendwie eingehen. Ich hab's versucht. Mein Vater hatte auch mal einen Bürojob. Aber das passt einfach nicht zu uns. Als nächstes setzen Luca und ich diese Kiste voller Korallenstücke in ihrem neuen Zuhause im Meeresschutzgebiet aus. Das Extremwetter beschädigte dieses Riff schwer. Vor uns erstreckt sich eine Unterwasserwüste. Alle Hoffnung liegt in diesen jungen Korallen. Ganz schön viel Aufwand. Ich frage mich schon, ob sich das lohnt. Die Antwort zeigt mir Luca ein paar Meter weiter. Hier hat die NGO vor einem Jahr Korallen ausgesetzt. Das Ergebnis? Keine Wüste mehr, sondern Fische. Die Korallen bieten ihnen genügend Schutz vor Feinden und Strömungen. Dass das hier so sinnvoll ist, fühlt sich wahnsinnig gut an. Wenn du diese Korallen hier selbst gepflanzt hast, dann macht dich das einfach glücklich, weil du merkst, wir können etwas verändern. Das ist ein wunderbares Gefühl. Und die Auswirkungen sieht man nicht nur unter Wasser. Ein intaktes Korallenriff ist auch ein guter Küstenschutz. Denn die Riffe bremsen starke Wellen ab, bevor sie aufs Land treffen. Plötzlich schlägt das Wetter um. Starker Regen setzt ein. Viel zu gefährlich für uns, denn die Wellen könnten unser Boot zum Kentern bringen. Der Himmel sagt uns, geht nach Hause. Mit so einem Regen ist hier anscheinend nicht zu spaßen. Hoffentlich klart es morgen auf. Denn das Wichtigste steht ja noch an. Die Aufzuchtstation neu zu bestücken. Auf einmal, und das geht so schnell, fängt es an zu regnen, als hätte oben irgendwie einer gesagt, okay, an dieser Stelle schütte ich jetzt erstmal so einen riesen Eimer aus. Das Tropenwetter ist unberechenbar. Ob das Team so überhaupt noch Korallen aussetzen kann? Wer ist dem ungewöhnlichsten Arbeitsplatz auf der Spur? Explorer Yannis in den USA auf der einsamsten Hütte? Vincent im Korallenriff auf den Seychellen? Oder wird es Franziska auf dem Gletscher in Ecuador? Denn auch für sie und ihr Explorer-Team geht es jetzt auf die Suche nach dem ungewöhnlichsten Arbeitsplatz. Und zwar nach Ecuador, zum Chimborazo-Gletscher. Bei meiner Suche bin ich auf Juan gestoßen, den letzten Eismann Ecuadors. Was genau er auf den fast 5000 Meter hohen Berg macht, will er meinem Explorer-Team und mir heute zeigen. Unsere Reise beginnt in Quito, der Hauptstadt von Ecuador. Sie ist mit 2800 Metern die zweithöchste Hauptstadt der Welt. Für Kameramann Jona, Tonmann Alex und mich geht es noch höher hinaus. Deswegen im Gepäck 675 Liter reiner Sauerstoff. Wir klettern sehr hoch, 5000 Meter. Sauerstoff kann da knapp werden. Wenn ihr beginnt, euch schwindelig zu fühlen, können wir immer runtergehen, bis es euch wieder besser geht. Es wird alles gut. Warst du schon mal auf so einem hohen Berg? Ehrlich gesagt weiß ich nicht. Aber ich glaube nicht. Mein höchstes war, glaube ich, 4200 oder so. Okay, ja. Dann schauen wir mal. Weiter geht es mit dem Auto. Denn da wollen wir hoch, auf den Chimborazo. Zum Arbeitsplatz des letzten Eismannes von Ecuador. Für uns unvorstellbar, jeden Tag in dieser Höhe körperlich zu arbeiten. Unsere Herausforderung ist ja wohl eindeutig. Ja, also unsere Herausforderung ist definitiv die Höhe. Und das rauf, wenn wir raufgeflogen. Das ist die Frage. Nein. Nach 4 Stunden kommen wir in der indigenen Gemeinde La Moya an.
Hier tauschen wir das Auto, denn es geht nur mit Allradantrieb weiter. Und jetzt lernen wir endlich den Mann kennen, um den es eigentlich geht. Und zwar Juan Ushca, der letzte Eismann von Ecuador. Ohne ihn wäre eine alte Tradition ausgestorben. Hallo, schönen Nachmittag. Schönen Nachmittag. Von Beginn an fällt auf, Juan strahlt immer. Das wird er auch noch auf 4800 Meter. Er ist ein echtes Energiebündel. Juan ist immer aktiv und er freut sich auf unseren Trip. Morgen gehen wir auf Chimborazo und dann gehen wir auf den Markt nach Riobamba, um ein paar Erfrischungen mit Chimborazo-Eis zu trinken. Juan ist der Letzte, der den Job noch macht. Als er ein Kind ist, gibt es noch zahlreiche Männer, die damit ihr Geld verdienen. Denn bis in die 70er Jahre gibt es in Ecuador kaum Kühlschränke und industrielles Eis. Heute ist der Job eigentlich nicht mehr rentabel. Doch Juans Gletschereis ist immer noch gefragt. Denn reiner als seins ist keins. Wenn ich auf dem Markt bin, rufen sie Juan. Immer wenn ich dort bin, rufen sie, hey Juan, wann bringst du mir etwas Eis? Und dann sage ich, morgen oder Samstag. Und dann bringe ich das Eis und sie sagen, ja Mann, Juan hat mir Eis gebracht. Juan hat anfangs gar nicht vor, Eismann zu werden. Er arbeitet auf dem Bau. Doch dann lernt er Maria kennen, die Tochter eines Eismannes. Sein Schwiegervater nimmt ihn mit und er lernt den Job lieben. Als der sich zur Ruhe setzt, übernimmt er. Juan zeigt uns sein Zuhause. Hier lebt er mit seiner Frau und den beiden Kindern. Schwiegervater Balthasar ist ihr Nachbar und sehr froh über seinen Nachfolger. Ich war sehr traurig, weil ich bin 20 Jahre alleine hochgegangen, um Eis zu holen. Daher ist es sehr schön, dass jemand in meine Fußstapfen tritt. Doch zuerst wollen wir sehen, wo das Eis zum Einsatz kommt. Dafür fahren wir in die 25 Kilometer entfernte Stadt Riobamba. Juan beliefert fast alle Saftstände vor Ort. Rosita ist seit Jahrzehnten treue Kundin der Eismann-Familie. Ich kaufe das Eis schon sehr lange. In meiner Familie verkaufen wir seit 4 Generationen Eis von Chimborazo in Erfrischungen oder Fruchtsäften. Die Tradition der Eismänner geht auf die spanische Kolonialherren zurück. Die wollten Eis für ihre Drinks. Die indigene Bevölkerung kletterte daher den Berg zum Gletscher hoch. Mittlerweile gibt es zwar industrielles Eis, doch das kommt für Rosita nicht ins Glas. Das von Juan ist teurer. Es kostet 5 Dollar. Beim industriellen Eis kostet ein großer Block 2 Dollar, aber das hält nicht. Schon mittags ist es geschmolzen. Im Gegensatz dazu hält das von Juan 4 Tage. Aber eigentlich hält es nicht so lange, denn alle Leute bestellen ihr Getränk mit dem Eis von Chimborazo. Außerdem schwören manche auf die heilsame Wirkung. Es sei zum Beispiel gut gegen Magenschmerzen. 4 Blöcke à 20 Kilo bestellt Rosita und die holen wir morgen von hier, dem Chimborazo.